Wir werfen noch mal einen Blick auf die Situation. Völlig korrekte Entscheidung vom Assistenten, das kann man hier klar sehen. Er macht das Tor. Guter Elfer. Und hier zeigt er keine Nerven vom Punkt. Absolut abgeklärt, gut geschossen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Griezmann. Geht er rein? Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nach wie vor lebt diese Chance. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Tolle Reaktion vom Torhüter, da hat er gut aufgepasst. Die Ecke kommt von Griezmann. So, Spannung drin in dieser Partie, Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Zweite gelbe Karte und wir wissen, was das heißt. Er muss vom Platz. Das ist bitter, aber das weiß er doch. So darf er da nicht hingehen. Eine völlig unüberlegte Aktion. Griezmann. Sauberes Tackling von ihm. Könnte die Führung werden. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest.